Es war einmal. Kleine Geschichtsstunde, Ocha Ocha. Hier seht ihr unseren ersten jemals abgefüllten Früchte-Tee. Das allererste Ocha Ocha-Produkt jemals, auch wirklich abgefüllt. Am 24.09.2018 war es. Ja, deswegen hat er auch eine Haltbarkeit gehabt bis 24.03.2020. Und das ist wirklich so das allererste Baby. Da war ich damals bei unserem Abfüller mit Sven zusammen, einem guten Kumpel von mir aus Augsburg, und haben dort dann auch, waren bei der ersten Produktion wirklich mit dabei, haben alle Prozesse begleitet, was ein krasser Tag irgendwie war, weil, ja, das kann man gar nicht so richtig beschreiben, weil Sven hat es am besten gesagt, nachdem wir ins Auto eingestiegen sind, nachdem wir da weggefahren sind, meinte so, hey Chris, du hattest mal eine Idee, und es war wirklich nur eine Idee. Es war so, wir brauchen ungesüßte Teegetränke in Deutschland. Das war die Idee. Und dann stehst du da und du hast es in deinen Händen. Und dazwischen lagen halt fast 2 Jahre. Und das ist schon krass, wenn man überlegt, dass man mit nur einer Idee starten kann und dann das wirklich umsetzt. Und dahinter steht dann auf einmal eine gegründete GmbH mit einem eigenen Bankkonto für die Firma. Man war zum ersten Mal beim Notar, man hat irgendwie eine Finanzbuchhaltung aufgesetzt, man hat vorher 100 Abfüller recherchiert, ob die frischen Tee brühen können, wo es übrigens in Deutschland nur 3 gibt, die das überhaupt können und machen. Dann auch das Produkt weiterentwickelt, also so haben wir zum Beispiel eben auch gestartet, uns einfach durch Teehäuser durchgetestet und gesagt, hey, irgendwie sind da reingegangen in verschiedenen Städten und gesagt, hey, was trinken die Leute hier, was sind Lieblingstees? Und ja, Früchtetee bleibt dann sehr oft hängen, weil das ist schon so der Lieblingstee der Deutschen mit, da können die meisten irgendwie was mit anfangen, oder es ist so auch was irgendwie jeder trinken kann. Grüntee mag nicht jeder, das mag ja nicht mal jeder Kaffee, aber so Früchtetee die meisten schon, oder probiert man mal, trinkt man mal, kennen die meisten auch irgendwie aus Kindheitstagen, und dann haben wir mit dem Früchtetee angefangen und uns dann weiter runter konzipiert und eben auch weiter verstanden, okay, was wollen wir eigentlich selber bei dem Produkt, und haben dann eben auch festgestellt, dass zum Beispiel Aromastoffe den Tee, wenn da gar keine Süßung drin ist, auch gar nicht mehr so viel besser machen, und gleichzeitig Thema Transparenz und auch, ob ein Aromastoff Bio-Qualität ist, was 100% Bio überhaupt bedeutet und so weiter, da ganz viele Erkenntnisse auch gemacht, sodass dann am Ende dieses Produkt rausgekommen ist. Hier seht ihr ja zum Beispiel auch, hier ist noch nirgendwo ein Bio-Logo drauf, weil wir damals noch keine Bio-Zertifizierung hatten. Das hätte man dann irgendwie vor der Abfüllung nicht geschafft. Aber das Produkt ist auch schon 100% Bio. Also im Endeffekt genau die gleiche Mische, die dann hier drin ist, in unserem losen Bio-Früchtetee. Genau wirklich das gleiche Produkt. Gleichzeitig ist der Tee so konzipiert, dass er kalt gut schmeckt. Das heißt, man muss eben ein paar Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Hibiskus und dann das Lemongrass da drin, zusammen mit eben auch noch, ja, den Bio-Zitronen- und Orangenschalen ein bisschen anpassen. Denn wenn man Tee kalt trinkt, dann schmeckt der durchaus anders, als wenn eben der mit Wärme daherkommt. Das habe ich damals gemacht, angepasst. Also man könnte sozusagen sagen, ich bin ein Kalt-Tee-Tester. Was es in Deutschland laut meiner Recherche noch nicht gibt, wird immer nur warm getestet Tee. Und genau, das Produkt, was ihr so findet, ist wirklich halt in allen unseren Bio-Früchte-Tees, so wie sie hier drin sind, auch drin. Schon seit Tag 1. Und letztendlich wissen wir aber auch von vielen Kunden und Kundinnen, dass ja, die auch den Tee eben so warm getrunken sehr gut mögen. Der ist sehr pur, sehr schön, eben gar keine Aromastoffe drin. Das heißt, der Tee schwemmt auch nicht so aus. Man kann den zweimal aufgießen. Er schmeckt eben sehr, sehr, sehr bisschen fruchtiger. Es kommt keine Süßstoffnote noch am Ende durch. Genau das, was man Kindern auch geben möchte. Ein großer Liebling von mir, wird wahrscheinlich auch immer mein Baby bleiben. Ich meine, man hat den irgendwie hier. Wir haben jetzt den letztes Mal wieder getrunken. Der ist jetzt schon 2 Jahre abgelaufen. Und irgendwie schmeckt der immer noch. Ist auch lebensmitteltechnisch unbedenklich. Ist einfach krass, dass ein Produkt so lange so gut bleiben kann. Und das würde eben nicht gehen mit Zucker, weil dann der Zucker auch nach einer Weile zerfällt, Kohlensäure zerfällt. Aber das ist dann wie Wasser, bleibt einfach da. Und durch das Tetra-Pak ist er auch schön vor Sonnenlicht und eben äußeren Einflüssen gut geschützt. Kurz jetzt vielleicht nochmal zum Design. Man sieht ja hier Unterschiede. Das ist das allererste Design. Das habe ich damals mit einem argentinischen Kumpel Nico gemacht. Wie wir uns noch kennen von früher aus dem Auslandssemester und so weiter. Und habe da damals mit ihm das konzipiert. Und man sieht halt verschiedene Designelemente, ohne da jetzt zu tief reinzugehen.
Hier haben sich ein paar Sachen geändert. Die Icons hier an der Seite. Die Tabellion hatten wir mal draufstehen. Wie gesagt, das Bio-Siegel. Und eben vor allem hier der weiße Rand an der Seite. Die erste Version ist schon noch ein bisschen anders. Wir haben auch ein bisschen unsere Hausaufgaben gemacht, ein bisschen einfach auch gelernt, worauf kommt es beim Tetrapack-Design an. Das nächste Früchtetee-Design wird nochmal anders aussehen. Also man kommt da auch peu à peu rein und lernt dazu. Und ja, ein wichtiger Punkt vor allem ja auch hier, dass man solche Kanten lernt, die besser auszunutzen, besser ja, insgesamt das Spacing auf dem Tetrapack. Und die ersten Samples haben wir dann eben in Glasflaschen abgefüllt, weil das auch eigentlich unser primäres Ziel war. Aber Glasflaschen ist wirklich auch nochmal ein ganz anderes Thema, besonders eben zur Haltbarkeit, weil eben Licht eindringt, das heißt, das Produkt verfällt eher, ist ungefähr nur 9 Monate haltbar. Unsere Produkte sind 18 bis 24 Monate haltbar durch das Tetrapack, wo es ja auch wieder um Lebensmittelverschwendung geht. Und ein anderes großes Problem war für so ein kleines Startup wie uns, auch dass man das Pfandsystem hat, dann da in Kästen zu kaufen und so, ganz viel. Auf jeden Fall haben wir mit Glas gestartet, was wirklich auch toll aussieht, weil du hast dann die durchsichtige Glasflasche, ein total rotes Produkt, gerade im Licht, was sich toll bricht, sieht echt gut aus. Die ersten Sticker draufgeklebt, der erste Früchtetee damals in der fast schon Urform wie jetzt hier. Da war aber eben noch Grapefruit-Aroma drin als Ursprung. Habe ich dann eben rausgenommen, damit wir mit keinen Aromen mehr arbeiten. Und das ein bisschen mehr durch Orangenschalen und Zitronenschalen ersetzt. Das erste Produkt hieß Rote Rakete. Und irgendwann hat man das und dann kommt das und dann kommt noch ein anderes Design. Und irgendwann hat man dann noch eigene verpackte Tüten und dann auf einmal kommt doch noch ein Grüntee dazu. Und irgendwann später, obwohl man eigentlich immer nur Eistee machen wollte oder halt ungesüßten Eistee, kommt auf einmal noch ungesüßter Kaffee dazu. Also die Geschichte entwickelt sich einfach weiter. Auf einmal hat man Pullover, welche selbst gestickt sind. Mehr Leute kommen dazu, helfen einem bei einer Sache. Buchweizentee kommt dazu, noch mehr Sorten, T-Shirts kommen dazu. Also ganz viel und man muss einfach mal anfangen. Und ja, die ersten Produkte habe ich wirklich einfach in der Mensa verkosten lassen von Freunden und habe es auch mal Unbekannten in die Hand gedrückt oder einfach auf dem Campus Leuten gegeben, sag mal hier, trink mal, allen möglichen Freunden auch beim Sport das mitgebracht. Und ja, manche Kumpels sehe ich jetzt noch, die das zum ersten Mal verkosten und sagen, boah, brauchen wir sowas noch, brauchen wir sowas in Deutschland oder ja, okay, ist noch nicht so ganz gut, ja, so, ja. Wilde Reise. Ich habe damals den ersten vom Band genommen, der fertig runterlief. Und den habe ich immer noch zu Hause extra und dann irgendwie, glaube ich, irgendwo unten drauf geschrieben, erster jemals abgefüllter oder vom Band genommen. Das ist auch noch ein ganz besonderes Ding. Und ich glaube, das gleiche habe ich dann beim Kaffee auch noch gemacht, beziehungsweise den ersten, den ich hier irgendwie aus dem Pack genommen habe. Ja, solche Anekdoten oder solche, sagt man, Souvenirs sollte man sich dann irgendwie auch behalten, ist ganz cool. Damit wir weiter so einen schönen Content machen können und eben auch unsere ja, Videoformate für euch präsentieren können, ist es ganz wichtig, dass ihr hier, da oder dort, je nachdem, wo das eingeblendet ist, unseren Kanal abonniert. Auch ganz wichtig natürlich den Daumen hoch, da irgendwie ungefähr, das Video liken, ja, gerne auch teilen mit Freunden, erzählen und gerne auch Kommentare machen. Heißt, schreiben, was habt ihr noch für Fragen, dann können wir die aufnehmen, dann machen wir ein neues Video. Und wie gesagt, ganz wichtig, unseren Kanal abonnieren, trinken, liken, teilen, ja, alles raus damit und ja, unseren YouTube-Kanal supporten, denn wir probieren euch da möglichst viel von unserer Story zu erzählen, mitzunehmen. Danke. Hey Leute, wenn euch das Video gefallen hat, guckt doch gerne mal ins nächste Video rein oder besucht uns auch auf unserem Shop, wo ihr nicht nur unsere Produkte kaufen könnt, sondern auch Blogartikel zu den ganzen Themen findet.